Nein, nein, nein. Von den Weißen nehmen Sie jeweils morgens und abends eine. Nein, vor oder nach den Mahlzeiten, wie Sie wollen. Nein, das ist... Mrs. Frimble. Ja, das ist vollkommen egal. Spielt keine Rolle. Ich sagte, es spielt keine Rolle. Tun Sie mir einen Gefallen und erneuern Sie bei Zeiten mal die Batterien in Ihrem Hörgerät. In Ihrem Hörgerät. Ja. Gut. Wie? Was? Ja, von mir aus auch kurz vor dem Schlafengehen. Oder nach den Mahlzeiten. Ja, ja, davor geht auch, natürlich. Sie können auch erst etwas essen und dann zwischendurch. Das möchten Sie nicht. Gut, schön, dann... Gut, dann auf Wiederhören. Oh. Ja, Gott, es ist doch sowieso nur ein Placebo. Ja, bitte? Verzeihung, Dr. Laubenheimer, Sie wollten mich sprechen? Passt das jetzt? Ah, natürlich, April. Bitte kommen Sie. Setzen Sie sich. Danke. Nun? Ja, ich hätte gerne einmal mit Ihnen über einen unserer Patienten gesprochen. Augustus van Dusen. Der Professor. Was ist mit ihm? Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, dass Sie mir das sagen können. Ich? Nun ja, ich habe den Eindruck, dass sich jemand hier in letzter Zeit sehr für seine Akte interessiert hat. Insbesondere für das Gutachten, das ich erstellt habe. Und... Darf ich fragen, wie Sie da ausgerechnet auf mich kommen? Van Dusens Akte gehört zu den wenigen Dokumenten, die ich mit einem Passwortschutz versehen habe. Ist das so? Fragen Sie nicht so scheinheilig. Sie wissen es ganz genau. Doktor, vielleicht tun Sie sich und mir den Gefallen, ganz klar zu sagen, was genau Sie mir vorwerfen. Ich werfe Ihnen vor, das Passwort ausspioniert zu haben, um sich damit unberechtigterweise Zugang zur Patientenakte zu verschaffen. Eine schwere Anschuldigung. Wie kommen Sie darauf? Van Dusen machte mir gegenüber vor einigen Tagen eine Andeutung, nachdem er an einige sehr obskure Leute geraten war. Seine Frage zielte darauf ab, ob es in meiner Praxis eine undichte Stelle gibt. Natürlich hat er es anders formuliert, aber ich habe ihn schon richtig verstanden. Und vielleicht wissen Sie ja, wie so etwas ist, wenn sich so ein Gedanke erst mal im eigenen Kopf festgesetzt hat, lässt er einen so schnell nicht mehr los. Tut mir leid, Doktor. Diese Erfahrung haben Sie mir wohl voraus. Jedenfalls begann ich mich zu fragen, ob an seinen Worten wohl etwas dran sein könnte. Und ich wurde, wie soll ich sagen, feinfühlig. Ja, ich denke, das ist das richtige Wort. Ich entwickelte ein Feingefühl für meine Umwelt. Ich achtete plötzlich auf Dinge, die mich vorher nie interessiert haben. Ihre Mitarbeiter? Oh, Miss La Roche. Sie sind ja so witzig und so kalt wie ein gefrorener Acker 3 Meilen hinter Stalingrad. Aber ja, Sie haben recht. Ich begann mich für Sie zu interessieren. Die Mitarbeiterin, die ich zuletzt eingestellt hatte. Nicht zuletzt wegen ihrer glänzenden Referenzen, die alle gefälscht sind. Oh, Sie haben es herausgefunden. Habe ein bisschen herumtelefoniert in den letzten 2 Tagen. Und nachdem ich erfuhr, dass Sie niemals im John Hopkins Medical Center in Baltimore tätig waren, wahrscheinlich haben Sie nie auch nur einen Schritt in dieses Gebäude gesetzt, habe ich mich gefragt, was an Ihnen überhaupt der Wahrheit entspricht. Und, haben Sie etwas gefunden? Ja, habe ich. Aber anders als Sie denken. Und zwar auf dem Notizblock an Ihrem Arbeitsplatz. Eigentlich nicht möglich. Ich habe alles belastende Material verbrannt. Sie haben beim hastigen Notieren mit Ihrem harten Stift sehr stark aufgedrückt, Miss La Roche, oder wie immer Sie heißen mögen.
Als sie weg waren, habe ich einen Bleistift genommen und ganz leicht, wie heißt das nochmal? Gezeichnet? Nein, das andere. Ah, schraffiert. Genau. Haben Sie das auch schon mal gemacht? Nein. Hab's aber mal in einem Hitchcock-Film gesehen. Ah, interessant. Wusste ich gar nicht. Das Fenster zum Hof? Der unsichtbare Dritte. Ah ja, richtig. Cary Grant, hm? Jedenfalls, wissen Sie, was ich da entdeckt habe? Auf Ihrem Notizblock? Mit Ihrer Handschrift? Bitte sagen Sie es mir, bevor ich vor Ungeduld vergehe. Das Passwort für die verschlüsselte Van Dusen-Akte. Wie haben Sie es herausbekommen? Ist das wirklich noch wichtig für Sie? Ja, denn ich würde gerne solche Wo-Passe für die Zukunft ausschließen. Ach, schön, wie Sie wollen. Die Zuneigung zu Ihrer Lieblingspatientin Francesca Robinson war irgendwann nicht mehr zu übersehen. Sie war eine Freundin, meine beste Freundin. Sehen Sie, was ich meine? Es war einfach zu offensichtlich, dass Sie Ihren Vornamen eingesetzt haben. Tatsächlich? Oh ja, offensichtlich. Ihr Tod ist mir sehr nahe gegangen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist die: Was genau hat Sie an Van Dusens Akte so sehr interessiert? Ich arbeite für Leute, die sich einen Überblick über den Geisteszustand des Professors verschaffen wollen. Und wer sind diese Leute? Sie werden kaum von mir verlangen, dass ich Ihnen das verrate. Oh doch, Miss LaRoche, genau das verlange ich von Ihnen. Und wenn Sie mir darüber keine zufriedenstellende Antwort geben können, sehe ich mich gezwungen, geeignete Schritte gegen Sie einzuleiten. Vielleicht warten Sie damit besser noch einen Augenblick. Wenigstens so lange, bis das Wartezimmer leer ist. Das Wartezimmer ist leer. Ich habe für heute keine Patienten mehr. Ich wäre mir da an Ihrer Stelle nicht so sicher. Was soll das heißen? Wer ist im Wartezimmer? Was war das? Wer ist da? Bleiben Sie ganz ruhig, Doktor. Das Beste wird sein, Sie setzen sich wieder. Nein! Ach, die Leitung... Telefonleitung ist tot. Vorübergehend. Guten Abend, Doktor. Was soll das? Wer sind Sie? Ihr letzter Patient, Doktor. Wie sind Sie hier hereingekommen? Glauben Sie vielleicht, Miss LaRoche ist dumm? Glauben Sie das? Wenn Sie den beiden anderen extra früher freigeben, um mit ihr allein zu sein? Wir wissen von Ihrem Verdacht, Doktorchen. Wir wissen so gut wie alles über Sie. Großer Gott, was soll die Waffe? Bitte, ich tue alles, was Sie sagen. Wenn Sie Geld wollen, mein Safe ist da. Hören Sie auf zu winseln, das ist ja ekelhaft. Erbärmlich. Müssen Sie gerade sagen, was Sie hier tun, ist ja wohl das Letzte. Fauxpas. Was? Der Plural von Fauxpas lautet Fauxpas. Ich glaube, mir wird schlecht, Was wollen Sie überhaupt von mir? Muller, sag ihm, was wir wollen. Jetzt passen Sie mal auf, Doktorchen. Ich sage Ihnen jetzt, was Sie zu tun haben. Hören Sie gut zu, denn ich werde es Ihnen nur ein einziges Mal erklären. Natürlich bin ich so schnell gekommen, wie ich konnte. Sie sind aber doch wohl nicht selbst gefahren. Gott bewahre. Ich musste mir ein Taxi nehmen. Mein Sekretär Philo ist unterwegs und Miss Hatch hat heute Abend eine Verabredung mit unserem neuen Nachbarn, Mr. Westlake. Es ist das dritte Date. Ja? Ja, Sie wissen schon, das dritte Date. Ich fürchte, ich verstehe nicht recht. Egal. Lassen Sie uns zur Sache kommen. Sie haben eine Fotografie von Ihrer neuen Mitarbeiterin? Miss LaRoche, ja, ich habe es. Gleich hier. Hübsche Person. Leider auch sehr durchtrieben. Darf ich das mit meinem Smartphone abfotografieren? Sicher, bitte. So kann ich es später Hatch und Philo zeigen. Aber ich bin mir beinahe sicher, dass es die Frau ist, die zusammen mit diesem Muller gesehen wurde. Der Mann, der Sie umbringen wollte? Möchten Sie vielleicht, dass ich das Fenster schließe? Sie zwinkern ständig. Vielleicht bekommt Ihnen die Zugluft nicht. Nein, das ist es nicht. Es ist eine unangenehme Erfahrung. Was genau meinen Sie? Zu wissen, dass eine Pistole auf Sie gerichtet ist und Ihnen jede Sekunde bei dem kleinsten falschen Wort eine Kugel den Schädel auseinanderreißen könnte. Woher? Ach, Doktor,
Die Tatsache, dass sie mich hierher bestellen, obwohl ich gar keinen Termin hatte, hat mir im Grund schon genug gesagt. Dann ihre Nervosität. Sie sind wirklich ein schlechter Schauspieler. Und nicht zuletzt die angelehnte Tür zum Nebenzimmer, hinter der sich mindestens eine Person verbirgt. Ich würde sogar behaupten, es sind zwei. Sind doch zwei, oder? Ich schwöre Ihnen, Professor, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Man hat mich gezwungen. Ich weiß. Und ich mache Ihnen noch keinen Vorwurf. Wir müssen jetzt ganz genau überlegen, wie Sie unbeschadet aus dieser Sache herauskommen. Ich stehe das nicht durch. Ich bin jetzt schon ein Wrack. Sehen Sie mich an. Ich habe eine Pistole hier in der Schreibtischschublade. Lassen Sie die Finger davon. Die lassen mich doch niemals laufen, nach dem, was ich über Sie weiß. Nehmen Sie die Waffe. Meine Hände zittern zu stark. Weg von der Schublade. Ich kann nicht. Sie Wahnsinniger. Halt! Nicht schießen! Hören Sie! Sind Sie verrückt? Ich habe doch gesagt, dass Sie... Ich habe gehört, was Sie gesagt haben, Professor. Aber der Doktor hatte mit seiner Einschätzung vollkommen recht. Wir hätten ihn niemals gehen lassen können. Ich bin es doch, den Sie wollen. Sie hätten das nicht zu tun brauchen. Tut mir leid, wenn ich das anders sehe. Baby, hast du die Spritze? Ja. Gut. Sie werden jetzt eine kleine Injektion erhalten, Professor. Keine Angst, die wird Sie nicht umbringen. Sie macht nur schläfrig. Am besten, Sie zieren sich nicht, sonst wird das so ein Gemurkse. Das Ding ist nicht notwendig. Ich komme freiwillig mit. Außerdem habe ich eine Aversion gegen spitze Nadeln. Und wer weiß, ob sich Ihre Horrorschwester da überhaupt die Hände gewaschen hat. Wenn ich es mir recht überlege, fallen mir noch mehr Gründe ein, wo man sagen könnte... Her mit dem Arm! Stillhalten! Ihnen fehlt noch ein bisschen das Fingerspitzengefühl, Mädchen. Sind Sie jetzt froh, dass Sie es hinter sich haben? Kaum. Sie sind der einzig Beneidenswerte, für den bald alles vorbei sein wird. Interessant. Tja, was immer Sie mir da gespritzt haben, ich spüre bis jetzt nicht die geringste Wirkung. Warten Sie es nur ab. Es ist jetzt Zeit zu gehen. Wir werden Sie unterhaken. Mein Gehstock. Den werden Sie nicht mehr brauchen. Kommen Sie jetzt. Babe. Geben Sie mir Ihren Arm. Was wollen Sie ständig damit? Sind Sie eine Armfetischistin oder was? Außerdem kann ich allein gehen. Sehen Sie? Soweit kommt es noch, dass ich mich hier raustragen lasse wie einen... Wie ein... Er hätte sich unterhacken sollen. Wird vermutlich eine Beule geben oder ein paar blaue Flecken. Aber wenn er aufwacht, wird das vermutlich seine geringste Sorge sein. Professor, ich bin wieder da. Etwas früher, weil der Film, den ich im Kino sehen wollte, wurde nach einer Woche abgesetzt. Es war wieder typisch. Dafür habe ich Ihre Lieblingseiscreme bekommen. Professor? Sind Sie da? Habe ich Sie bei irgendwas? Oh, heiliger Shit, Rumsfeld. Hat dir schon mal einer gesagt, dass es etwas Beängstigendes hat, wenn du so auf einen zugewalzt kommst? Ja, ich weiß. Hast mal wieder Hunger. Dabei bist du der Einzige, der regelmäßig seine 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag kriegt. Ja. Warte mal eine Sekunde, Bruder. Hier ist was ganz Feines. Deine Lieblingssorte. Krasser Scheiß, Mann. Hey, was ist los, Kumpel? Wo willst du denn hin? Also, dich soll einer verstehen. Hey, was zum Teufel? Wenn du denkst, dass ich dein Zeug futter, bist du schief gewickelt, Kumpel. Du kannst nicht immer nur Burger fressen. Wo? Was willst du im Wohnzimmer? Du willst nicht ernsthaft darauf, hm? Auf die Kommode? Was soll denn das? Vergiss es. Du brauchst mich gar nicht so anzusehen. Ich heb dich da nicht drauf. Oh, Mann, Alter. Ich bin echt zu gutmütig.
Also schön, komm her. Wow, wow, du hast wieder zugenommen, oder? Ja, ganz recht. Da drüben ist die Wohnung von diesem Westlake, unserem neuen Nachbarn. Du weißt genau, dass Hedge gerade da ist, oder? Oh, hey. Das sieht mir nach einem Candlelight-Dinner aus. Dachte gar nicht, dass der Typ so romantisch ist. Jetzt hat er wohl die Musik angestellt. Geh zu unserer guten alten Hedge und... Na, die Hand sollte aber ganz schnell weg. Ah, so ist es besser. Oh, jetzt hat er sie zum Tanzen aufgefordert. Krass. Oh, scheint was Langsames zu sein. Verdammt langsam. Shit, was tue ich hier eigentlich? Beobachte die Nachbarwohnung und unterhalte mich nebenbei mit einem Kater? Shit, jetzt hat sie mich auch noch gesehen. Sorry, Hedge, ich wollte nicht... Ah, da hast du's. Jetzt hat sie den Kopf geschüttelt und die Vorhänge zugezogen. Das wolltest du erreichen, hä? Huh? Natürlich wolltest du das. Du hast doch nur... Nanu? Hat er wieder mal den Code vergessen? Ach, ein Gehirn wie ein Rechenzentrum, aber diese beknackten 4 Zahlen kann er sich einfach nicht merken. Oder er will's gar nicht. Ist ja so auch viel praktischer. Hey, ja, ja. Bin ja schon unterwegs. Wer da? Bishop. Ah, Inspektor. Was kann ich für Sie tun? Mich reinlassen wäre ein cooler Anfang. Klar, Mann. Danke. Falls Sie zum Professor wollen, der ist leider nicht da. Dachte ich mir schon. Machen Sie die Tür zu und wo wir schon dabei sind, lassen Sie die Jalousien runter und schalten Sie überflüssiges Licht aus. Wow, keine Ahnung, was Ihnen über die Leber gelaufen ist, aber ich wette, es hatte Krallen. Wo ist Hedge? Sie ist nicht hier. Ist das wichtig für Sie? Weiß noch nicht. Könnten Sie sich vielleicht so weit herablassen, mir zu sagen, was nicht in Ordnung ist? Eine ganze Menge. Man hat Laubenheimer erschossen. Den Laubenheimer? Den Psychodok vom Professor? Ja, heute Abend in seiner Praxis. Geht's hier zu Van Dusens Büro? Ja, aber ich lasse Sie da nicht rein. Oh Mann, wollen Sie jetzt wirklich diese Nummer von wegen Durchsuchungsbeschluss abziehen? Wachen Sie auf, Menschenskind. Ich bin noch immer vom Dienst suspendiert. Vielleicht erklären Sie mir einfach, was los ist. Laubenheimer hat eine Kugel im Kopf. Der letzte Patient scheint Van Dusen gewesen zu sein. Sein dämlicher Gehstock liegt neben der Leiche. Und ich verwette meine letzte Flasche Scotch darauf, dass sich auf der Tatwaffe seine Fingerabdrücke befinden. Die wollen ihrem Boss einen Mord in die Schuhe schieben. Okay, sein Schreibtisch steht da vorn. Unterlagen und Notizen hat er nach Priorität sortiert. Die wichtigsten in der obersten Schublade und so weiter. Ich lasse noch eben die Jalousien runter. Ja. Wenn Sie mir jetzt noch verraten, wer die sind? Vielleicht die Typen, die für die Russin arbeiten? Die falsche Witwe. Ach ja, hab vergessen, dass Sie sie so nennen. Hören Sie zu. Kann sein, dass wir nicht viel Zeit haben. Sind Sie eben erst nach Hause gekommen? Ja. Dann werden die Bullen schon hier gewesen sein. Sie reden von Ihren Kollegen? Ja, wahrscheinlich Inspektor Atkins und die ganze korrupte Bande. Die werden wiederkommen. Bald schon. Okay, was tun wir? Und woher wissen Sie überhaupt so genau Bescheid? Sie sind doch... Hab den Funkverkehr gecheckt. Außerdem habe ich noch immer Zugriff auf die Datenbank. Auch eine Art, seine Zeit totzuschlagen. Und? Haben Sie schon was gefunden? Nein. Das ist das Problem mit diesen ach so superschlauen Leuten. Die schreiben sich so gut wie nie. Hey, Augenblick mal. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Wusste auch gar nicht, dass der Professor zeichnen kann. Besonders gut ist das nicht, aber ich erkenne es trotzdem. Naja, es sieht aus wie das Gesicht einer alten Frau. Oh, wenn ich so rumhalte? Wie der Knauf von seinem Gehstock. Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall ist das der Kopf eines Jaguars. Erinnert Sie das an nichts? Denken Sie mal an die Fernsehwerbung. Keine Ahnung. Da fragen Sie besser Hedge. Obwohl... Moment. Hat dieser Pharmakonzern nicht so ein Logo? Ah, jetzt dämmert's unserem Kleinen. Need for Life and Energy, richtig? Ja, auch kurz Needle genannt. Needle Incorporated. Aber was hat das zu bedeuten? Hat diese Poliakova etwas damit zu tun? Nein, das glaube ich nicht.
Die hat ihre Finger zwar sonst überall drin, aber Medizin? Hm. Das wäre mir neu. Aber der Zettel hat in der oberen Schublade gelegen. Also muss er etwas zu bedeuten haben. Hier hat er noch was draufgekritzelt. Na Gott, können Sie das lesen? Das ist eine Telefonnummer. Hier in New York, wie es aussieht. Warten Sie, hier ist noch mehr. Artikel, Zeitungsberichte, Fotos. Scheint sich alles um diesen Konzern zu drehen. Hier, sehen Sie sich das mal an. Ein kopierter Bericht aus einem Magazin mit der Adresse der Hauptverwaltung in New York. Darunter ein Datum und eine Uhrzeit. Das ist ja heute. In etwas mehr als einer halben Stunde. Hat er jemand sein Wort davon erwähnt? Soll das ein Witz sein? Keine Silbe. Dann ist es wichtig. Shit. Mann, was läuft denn hier? Irgendein ziemlich krasser Scheiß. Hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Und was tun wir jetzt? Wie es aussieht, haben wir zwei Anlaufstellen. Die Villa von dieser Poljakova und der Needle-Konzern. Wohin zuerst? Die Rufnummer. Geben Sie mir ein Telefon. Ich rufe da jetzt an. Gedacht, dass es so etwas noch gibt. Diese hier direkt über mir ist defekt. Hab das flackernde Licht gerade erst entdeckt und schon geht es mir auf die Nerven. Aber die Augen geschlossen zu halten, funktioniert irgendwie auch nicht. Meine Neugier ist stärker. Ich möchte die Lampe von der Decke reißen, aber ich kann mich keinen Millimeter rühren. Bin mit ledernen Riemen an ein Gestell gefesselt, wie in dem Domina-Club, von dem ich gelesen habe. In einem von diesen Magazinen. Sie wissen schon. Ja, und wenn nicht, auch nicht schlimm. Glauben Sie mir, Sie haben nichts verpasst. An der Wand gegenüber befindet sich etwas, das ich erst auf den zweiten Blick als Kamera erkenne. Sie beobachten mich. Nun, alles andere hätte mich auch gewundert. Für einen Moment überlege ich ernsthaft, mich schlafen zu stellen. Aber nein, die Zeit für derlei kindische Spiele ist vorbei. Für jeden, der in diese unheilvolle Sache verwickelt ist. Ich kann es fühlen. Es kommt jemand. Wen schicken Sie? Muller? Oder seine kleine Freundin April? Oder beide. Oh, ich habe mich geirrt. Es ist Sam Spools, der Diener der falschen Witwe, Larissa Poljakova. Zumindest weiß ich nun, wo ich bin. Eine Überraschung ist es nicht gerade. Wohl aber der leere Rollstuhl, den Spools vor sich her schiebt. Ah, Sie sind wach? Ja, genau wie Sie. Ich habe den Auftrag, Sie abzuholen. Wenn ich Ihnen jetzt die Fesseln löse, werden Sie keine Dummheiten machen. Klar? Kommt darauf an, was Sie darunter verstehen. Plötzliche Bewegungen aller Art. Wenn Sie mir dumm kommen, verpasse ich Ihnen eins mit dem Elektroschocker hier. Oh, sehr sympathisch. Warum hat man mich eigentlich nicht einfach angerufen? Wir hätten uns dabei einiges sparen können. Leichen, Blut, Betäubungsspritzen. Sie reden entschieden zu viel. Ja, ist so meine Art, mich durch den Tag zu quälen. Glauben Sie wirklich, dass der Rollstuhl da nötig ist? Ja. Sie können das nicht wissen, aber ich habe eine Abneigung gegen diese Dinger. Meinen letzten habe ich angezündet. Stehen Sie auf und setzen Sie sich in den Stuhl. Sagen Sie, hören Sie mir überhaupt zu? Zwingen Sie mich nicht, den hier einzusetzen. Ja, schon gut. Beruhigen Sie sich. Ich bin ganz schön wackelig auf den Beinen. Das Betäubungsmittel ist wahrscheinlich für Großwild oder Pferde. Hinsetzen und halten Sie endlich die Klappe. Ja, wie ich dieses Gefühl vermisst habe. Machen Sie das eigentlich häufiger? Was? Naja, Sie wissen schon. Leute entführen und als Kerkermeister fungieren. Ich habe niemanden entführt. Hände auf die Armlehnen. Na los,
Oh, bitte. Ist das wirklich nötig? Zwingen Sie mich nicht, den hier... Ja, ja, Ihr kleiner elektrischer Freund. Soweit waren wir schon mal. Also gut. So. Und so. Ich werde Sie jetzt zu ihr bringen. Ja, es geht vermutlich durch den Geheimgang, richtig? Woher wissen Sie davon? Nun ja, es muss eine Art Geheimgang existieren. Wie hätten sonst die Partygäste das Haus verlassen sollen, nachdem der Mord an Mr. Sadler hier verübt wurde? Es stimmt offenbar, was man sagt. Sie scheinen ein helles Köpfchen zu sein. Nicht hell genug, scheint mir. Und rein da. Die falsche Witwe erwartet mich, hm? Den Namen kennen Sie also auch. Was eigentlich ist denn an ihr falsch? Hat sie noch einen Mann? Oder ist sie vielleicht sogar ein Mann? Oder was? Noch habe ich Zeit und Gelegenheit, Ihnen einen Stromschlag zu verpassen. Wird mir nicht mal leid tun. Ich glaube Ihnen aufs Wort. Wir sind da. Vermutlich einer der überflüssigsten Sätze, die es gibt. Oh, jetzt sehen Sie mich doch bitte nicht wieder so böse an. Ich bin ja schon still. Als ob Sie das könnten, Sie Dreckskerl. Wenn ich nur wüsste, wodurch genau ich mir Ihren Zorn zugezogen habe. Ich nehme an, dass die Witwe einige Ihrer Erinnerungslücken schließen wird. Oh, ich bitte darum. Sie werden sich noch wünschen, Sie hätten es nicht getan. Wahrscheinlich einiges an Überzeugungsarbeit nötig sein, wenn wir Hedge überreden wollen, mitzukommen. Wieso das? Naja, sie hat heute Abend ihr drittes Date mit Westlake. Ja, und? Naja, Sie wissen schon, das dritte Date eben. Sagt mir überhaupt nichts. Wie haben Sie denn eigentlich Ihre Frau kennengelernt? Bin ihr einfach über den Weg gelaufen, bei einer Viehauktion in Texas. Oh mein Gott. Sie ist die älteste Tochter von Sam Dalton, dem Rinderkönig. Damals war ich noch ein junger Bursche, der sich neben der Ausbildung was dazu verdienen wollte. War Kurierfahrer für eine große Firma. Beim Rangieren habe ich ihre Scheißkarre erwischt. Das war verdammt nochmal die teuerste Delle meines Lebens. Gut, dass Sie dann wenigstens bei der Polizei die Kurve gekriegt haben. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sorry, ich wollte nicht... Ja, bitte, was... Sie? Was tun Sie beide denn hier? Hallo, Westlake. Sagen Sie, ist Hedge noch bei Ihnen? Philo, kannst du mir sagen, was das soll? Bist du jetzt vollkommen übergeschnappt? Hedge! Oh Gott, ich wollte nicht... Was ist überhaupt los? Erst spannst du durchs Wohnzimmerfenster hier rüber und jetzt tauchst du auch noch vor Gordons Tür auf? Tun Sie ruhig weiter so, als wäre ich gar nicht da. Oh, natürlich. Guten Abend, Inspektor. Was hat er Ihnen für eine Geschichte erzählt, hm? Überhaupt keine. Warum sind Sie so echauffiert? Wir haben gerade... Mr. Westlake und ich haben Karaoke gemacht. In seinem Bademantel. Da waren Sie wohl schon bei der Zugabe. Was dagegen? Warum erzähle ich Ihnen das überhaupt? Inspektor, ich glaube, Sie sollten ihr sagen, was passiert ist. Oh, shit. Das darf doch nicht wahr sein. Warten Sie kurz hier, ich ziehe mir nur schnell was an. Wieder verdammt nochmal wertvolle Zeit, die verrennt. Oh, sie ist bestimmt gleich zurück. Wenn Hedge sich umzieht, geht das für gewöhnlich ziemlich schnell. Ach ja? Van Dusen ist verschwunden. Ja, und was haben Sie jetzt vor? Und warum muss Hedge unbedingt dabei sein? Weil sie nun mal dazugehört. Sorry, alter Junge. Sorry, Gordon, aber ich muss. Ich bin es ihm irgendwie schuldig. Machst du Witze? Gar nichts bist du ihm schuldig. Das Ganze endet doch nur wieder im Chaos. Und ihr werdet so lange machen, bis es einen von euch erwischt. Oder alle zusammen. Das verstehst du nicht. Nein, da hast du wohl recht. Wir bringen sie ihn wieder, keine Sorge. Und bis dahin machen sie einfach weiter mit ihrem Kamasutra. Ich melde mich, Darling. Versprochen. Ja, schon gut. Ich dich auch. Bis später. Sorry, Hedge. Ach, Schwamm drüber. Wo fahren wir jetzt hin? Ich werde Sie beide bei der Needle Incorporated absetzen. Vielleicht gelingt es Ihnen, dort was aufzuschnappen. Okay. Und Sie? Ich werde weiter zur Villa unserer russischen Freundin fahren. Aber die Leute da sind nicht dumm, Inspektor. Sie wird wissen, dass Sie im Augenblick nicht im Dienst sind. Na, das fürchte ich auch. Trotzdem muss ich es versuchen. Möglich, dass es jetzt um jede Minute geht.
Okay, worauf warten wir dann noch? Ach, und übrigens, Inspektor, es heißt Karaoke. Weiß ich doch. Was hab ich gesagt? Ach, vergessen Sie's. Babe? Hey, Babe! Was ist los? Du bist eingeschlafen, Kleines. Oh, sorry, habe ich was verpasst? Nein, der fette Kopf ist vor 20 Minuten rein. Sie müssen jeden Moment wieder rauskommen. Er hat seinen Wagen da vorne geparkt. Es wird gleich regnen. Was ist? Sorry, wir legen gleich drei Leute um und alles, was dich interessiert, ist das Wetter. Ich mag den Regen nun mal. Er fällt auf alle gleich. Macht keine Unterschiede. Lässt alles zur Ruhe kommen. Wenigstens für einen Augenblick. Weißt du, was ich mich schon seit langem frage? Nein. Was? Warum sie dich mit mir losziehen lässt? Sie will, dass ich dein Geschäft lerne. Schönes Geschäft. Die eigene Tochter? Sie ist nicht meine Mutter. Aber ich dachte, du hast gesagt... Sie ist meine Stiefmutter und sie hasst mich. Vom ersten Augenblick an, als sie Dad kennenlernte. Deswegen sitze ich jetzt hier. Shit. Aber warum? Ich meine, warum lässt du dir das gefallen? Warum haust du nicht einfach ab? Weil sie das nicht zulassen würde. Sie würde mich überall finden. Das weißt du genauso gut wie ich. Ja, vermutlich. Was ist mit dir? Was soll schon sein? Ich meine, du bist doch nicht auf den Kopf gefallen. Du könntest dein Geld irgendwo anders verdienen. Hab's versucht. Bin aber immer wieder auf die Nase gefallen dabei. Weil ich mich mit niemandem arrangieren konnte. Nur mit ihr? Die Kohle lässt mich über manchen Scheiß hinwegsehen. Da kommen sie, alle drei. Okay, es geht los. Was tun wir? Dranbleiben. Rausfinden, wohin sie wollen und was sie vorhaben. Und dann... Alle drei? Ja, Babe. Alle drei. Warten Sie hier. Als ob ich eine Wahl hätte. Man wird sich gleich um Sie kümmern. Ich befinde mich in einem mit all seinen Möbeln, Gemälden und vielen kleinen Accessoires überladenen Salon. Die langen, schweren Vorhänge sind zugezogen. Bis auf einen winzigen Spalt, durch den das trübe Licht einer Gartenlaterne sickert. Der Raum ist voller Schatten. Einer davon beobachtet mich. Professor Van Dusen. Larissa Poljakova, die falsche Witwe. Ich wusste, dass wir uns noch einmal begegnen würden. Wir beide wussten es vom ersten Augenblick an, denke ich. Sie erinnern sich an mich. Ich erinnere mich an meinen Besuch in diesem Haus vor ein paar Tagen. Obwohl ich glaube, dass es nicht der erste Besuch war. Dann hatte Laubenheimer also recht. Ihr Erinnerungsvermögen an alles, was vor Ihrem Unfall stattgefunden hat, ist vollkommen ausgelöscht. Ja, so ist es wohl. Ich finde das höchst interessant. Sie haben keine Ahnung, was uns verbindet, nein. Und doch stellen Sie gewisse Überlegungen an. Überlegungen, die der Wahrheit vermutlich sogar sehr nahe kommen. Was wissen Sie? Oder vielmehr... Was glauben Sie zu wissen? Nun, das Erste, woran ich mich erinnere, nachdem ich nach meinem Unfall aus dem Koma erwachte, war, dass man versucht hat, mich umzubringen. Inzwischen weiß ich, dass dieser jemand auf den Namen Muller hört und für sie arbeitet. Ich weiß auch, dass der Unfall keiner war. Folglich gab es also schon mehrere Versuche, mich aus dem Weg zu räumen. Und jeder, der dieser Sache irgendwie zu nahe kam, musste ebenfalls dran glauben. Ich denke da an Mr. Aldrin, Mr. Sadler... Und nicht zuletzt Dr. Laubenheimer. Die Kaltblütigkeit, mit der hier vorgegangen wird, bringt mich auf den Gedanken, dass es sich nicht um eine kleine Sache handelt. Es geht um etwas Großes. Etwas sehr Großes möglicherweise. Nicht ganz schlecht, Professor.
Aber es beeindruckt mich noch nicht. Ich bin ihnen auf die Füße getreten. Sinnbildlich. In jedem Mordfall, wie auch in diesem, handelt der Täter aus einem ganz bestimmten Motiv heraus. Die Arten sind dabei relativ überschaubar. Seit Anbeginn der Menschheit haben sie sich nicht großartig verändert. Und sie, Verehrteste, handeln aus Rache. Was bringt sie auf diesen Gedanken? Eine Vielzahl von Beobachtungen, die ich Ihnen gerne erläutere. Ich weiß, dass ich richtig liege. Dennoch denke ich, sind Sie jetzt an der Reihe. Erzählen Sie mir eine Geschichte. Welche würden Sie gerne hören? Ihre, Verehrteste. Sie müssen nicht von Anfang an berichten, nicht von dem gigantischen Imperium, das Sie sich aufgebaut haben, und von all den Wirtschaftszweigen, die Sie insgeheim beherrschen. Alle bis auf einen vielleicht. Beginnen Sie doch am besten, sagen wir, mit dem jungen Mann, dessen Porträt in der Halle hängt. Ein Gemälde, das zu auffällig ist, um einfach nur ein wahllos hingehängter Schinken zu sein. Ach, ja. Wollen wir annehmen, dass der junge Mann eine besondere Rolle in Ihrem Leben gespielt hat? Ein Liebhaber war er sicher nicht. Dann hätten Sie ja gleich eine ganze Galerie eröffnen können. Nein, ich tippe eher auf eine familiäre Bindung. Ein Sohn vielleicht. Ihr einziger Sohn. Falls Sie sich tatsächlich an nichts erinnern können, wie Sie behaupten, haben Sie gerade damit begonnen, mir zu imponieren, Professor van Dusen. Erzählen Sie mir von ihm. Unter welchen Umständen haben Sie ihn verloren? Adrian war ein guter Junge. Was ich Ihnen durchaus glauben will. Ich betone das deshalb, weil das Gute in ihm, so seltsam das klingen mag, vielleicht sein größter Fehler war. Was ist passiert? Ich habe Adrian geliebt. Er war wohl der einzige Mensch, auf den das jemals zutraf. Ich habe ihn überschüttet mit meiner Liebe. Habe es ihm von Kind auf an nichts mangeln lassen. Das war ein Fehler. Ein nicht wieder gut zu machender Fehler. Adrian hat immer zu mir aufgesehen. Wollte es mir immer recht machen. Wollte so sein wie ich. Wie genau? Erfolgreich oder skrupellos? Oder beides zusammen? Mein Sohn ist in eine Welt hineingeboren, in der die von Ihnen genannten Attribute einen essentiellen Stellenwert haben müssen, wenn man in eben dieser Welt überleben will. Das habe ich schon längst verstanden. Ich konnte ihm den Wunsch nicht abschlagen. Also ließ ich ihn teilhaben an meiner Firma, an meinen Plänen, an meiner Welt. Und er ist daran zugrunde gegangen. Weil diese Welt feindlich ist und nur die Stärksten überleben lässt. Oh nein, er hatte das Zeug dazu, so zu sein wie ich. Ich hätte es ihm schon noch vermittelt, wenn ich nur die Zeit dazu gehabt hätte. Dann frage ich Sie noch einmal, was ist geschehen? Ich betraute Adrian mit einem Sonderauftrag. Ich schleuste ihn ein in ein feindliches Netzwerk als Spion, wenn Sie so wollen. Wie lautete sein Auftrag? Er sollte mir Informationen beschaffen, alle, die er kriegen konnte. Vor allem aber solche, aus denen sich etwas machen ließ. Lassen Sie mich raten, es ging Ihnen dabei nicht etwa um Geld, sondern um die Zerschlagung der anderen. Es ging um Macht. Sie wollten die alleinige Herrschaft über die Wirtschaftsbeziehungen an sich reißen. Ja, genau so war es. Und Adrian? Hat sich geschickt angestellt? Ich vermute mal ja. Er hat sehr schnell begriffen, um was es ging. Er hat perfekt funktioniert. Perfekt. Diese andere Organisation, wir sprechen dabei von niemand Geringerem als der Need for Life and Energy Incorporated, kurz genannt Needle. Fragen Sie nicht, wenn Sie es bereits wissen. Aber dann ist etwas schiefgelaufen. Kurz bevor er mir die entscheidenden Beweise liefern konnte, wurde die Gegenseite auf ihn aufmerksam. Man setzte einen Mann auf ihn an, um ihn umzubringen. Einen Berufskiller, nehme ich an. So jemanden wie Muller. Ja. Und wer war dieser Mann? Dieser niederträchtige Lump, dieser Abschaum waren Sie, Professor van Dusen. Shit. Der Fetzer hat die beiden da abgesetzt und fährt weiter. Und jetzt? Wir können schlecht beide verfolgen. Ach, verdammt! Ausgerechnet hier. Die wissen was, Babe. Wie auch immer die das rausgekriegt haben, die wissen von den Verbindungen zu dieser verfluchten Needle-Gruppe.
Was tust du? Wir werden Bescheid abholen, was wir machen sollen. Die beiden gehen ins Gebäude. Ja, das können wir nicht mehr verhindern. Gleich werden wir mehr wissen, Babe. Oh, Sie besitzen ein Smartphone. Glauben Sie, ich wäre so erfolgreich, wenn wir uns Postkarten zusenden würden? Ich fände es ganz charmant. Gute Nachrichten? Versuchen Sie gar nicht erst in meinem Gesicht nach irgendeiner Regung zu suchen. Die habe ich alle vor einiger Zeit verbraucht. Sie haben mich vorhin angelogen, Verehrteste. Oh, habe ich das? Ich weiß zwar nicht, was vor meinem Sturz in den Hudson passiert ist, aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen getötet. Sie glauben, Sie könnten sich daran erinnern? Ich könnte es fühlen. Hoffentlich überschätzen Sie sich da nicht. Ich habe Ihren Sohn nicht umgebracht. Oh, doch, das haben Sie. Sie waren derjenige, der ihn aufgespürt hat. Der ihm zugesetzt hat wie kein anderer. Der ihm keine Ruhe mehr gelassen hat, bis er weder ein noch aus wusste. Erschossen hat ihn ein anderer. Aber Sie, Van Dusen, Sie sind der Mann, der ihn auf dem Gewissen hat. Und, was sagt sie? Wir fangen sie ab, sobald sie wieder rauskommen. Ist es dann nicht schon zu spät? Sie werden nicht lange da drin sein. Und falls sie etwas erfahren, werden sie keine Gelegenheit mehr haben, ihr Wissen weiterzugeben. Und was ist mit diesem Bischof? Um den wird sich jemand anders kümmern. Da vorne. Das muss das Büro sein. Und was willst du denen sagen? Hast du dir das schon mal überlegt? Was, wenn Bischof uns hier in einer Mausefalle abgeliefert hat? Und wir sind der Käse und der Speck. Du denkst, ich bin zu dick? Ach, Quatsch. Philo, weißt du eigentlich, was das hier ist? Die Zentrale eines riesigen Konzerns. Und man hat uns ohne zu zögern bis in die Chefetage vorgelassen. Und das nur, weil wir den Namen von Van Dusen erwähnt haben. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, ob das nicht möglicherweise ein Fehler gewesen ist. Dann lass es uns jetzt zusammen herausfinden. Bist du bereit? Ich? Ja, Herrgott. Wir beide. Für den Professor. Sag mal, hast du es nicht noch eine Nummer theatralischer? Ich nehme das als ein Ja. Oh, Sie sind die beiden, die zu Direktor Decker wollen? Ja, Hannah Hedge und Philo Leary. Na, Miss. Normalerweise schätzt er es nicht besonders, wenn unangemeldeter Besuch kommt. Zudem wird er zu einer Videokonferenz erwartet. Sie müssen einen triftigen Grund haben, dass er Sie jetzt noch empfängt. Den haben wir. Und ich schätze, man hat ihn Mr. Decker bereits genannt. Ja, es geht um einen gewissen Professor Van Dusen, richtig? Sie kennen ihn? Nein, ich weiß nur das, was mir Mr. Porter vom Empfang gesagt hat. Würden Sie dann bitte nachsehen, ob Mr. Decker uns empfängt? Einen Augenblick bitte. Sorry, Mr. Decker, aber Ihr Besuch ist da. Miss Hedge und Mr. Leary. Ah ja, lassen Sie die beiden herein. Gut. Ach, und Miss Alexander, ich habe mein Telefon auf Sie umgeleitet. Ich möchte im Augenblick bitte nicht gestört werden, ja? In Ordnung, Mr. Decker. Sie dürfen. Käse und Speck. Bin gespannt, wann die Falle zuschnappt. Komm schon, mach hin. Guten Abend, Inspektor. Sie wollen die gnädige Frau sprechen, nehme ich an. Ja, demnach ist sie wohl zu Hause, hm? Treten Sie ein, Sir. Sie werden gewissermaßen bereits erwartet. War deshalb das Tor draußen an der Straße unverschlossen, ja? Wollen Sie mir Ihren Mantel geben? Nein, will ich nicht. Würden Sie mich bitte anmelden? Nicht nötig. Denn, wie ich schon sagte, Sie werden bereits erwartet. Wenn Sie mir folgen wollen? Dann wissen Sie also über Van Dusens Verschwinden bereits Bescheid. Bedauere es, Sir, aber darüber weiß ich gar nichts. Natürlich nicht. Bitte einzutreten. Reichlich dunkel da drin. Es liegt an der späten Abendstunde, Sir. Die gnädige Frau war gerade im Begriff, sich zur Nachtruhe zu begeben. Was Sie nicht sagen. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, was? Mrs. Polyakova? Ich kann Sie in dem Rollstuhl kaum erkennen. Wollen Sie, dass ich ihn umdrehe? Warten Sie, ich helfe Ihnen. So. Das hätten wir. Van Dusen? Was? Knebel, ich verstehe. Warten Sie.
Was hat das hier zu bedeuten? Keine Zeit. Hinter Ihnen, Bischof! Hinter Ihnen! Was zum Teufel? Nein! Neugier ist der Katze tot. Ach, verflucht. Ein sauberer Schlag, Sam. Der fette Schnüffler wird es noch bereuen, seinen Fuß in mein Haus gesetzt zu haben. Was haben Sie mit uns vor? Och, Van Dusen. Ihnen sollte doch längst klar geworden sein, dass niemand von Ihnen diese Nacht überleben wird. Gut. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum Sie mit Ihrem Anliegen zu mir gekommen sind. Verstehen Sie es wirklich nicht? Oder wollen Sie es nur nicht verstehen? Professor Van Dusen hat angefangen, Material über Ihr Unternehmen zu sammeln. Ich bin überzeugt davon, dass er etwas über Sie weiß. Und jetzt ist er verschwunden. Und was genau wollen Sie mir damit sagen? Entweder Sie haben etwas mit seinem Verschwinden zu tun. Dann fordere ich Sie auf, mir zu sagen, wo er ist und wie Ihre Bedingungen lauten. Bedingungen? Für den Fall, dass Sie ihn haben entführen lassen, weil er Ihnen bei seinen Nachforschungen zu nahe gekommen ist. Der andere Fall liegt genauso einfach. Wenn Sie nicht hinter der Entführung stecken, dann erwarten wir, dass Sie uns Ihre Hilfe zusichern, ihn zu finden. Wie kommen Sie nur darauf, dass ich irgendetwas mit der Sache zu tun haben könnte? Das haben wir Ihnen eben dargelegt. Van Dusen ist kein unbeschriebenes Blatt für Sie. Wenn er es wäre, hätten Sie uns gar nicht erst empfangen. Was also war er für Sie? Was hatten Sie mit ihm zu schaffen? Sie fangen an, Ihr Blatt zu überreizen, junge Dame. Ja, gut. Ich räume ein, wir haben vor einiger Zeit mit Van Dusen zusammengearbeitet. Inwiefern? Was kann er denn für Sie getan haben? Wenn Sie es genau wissen wollen, er hat für uns ein paar Ermittlungsfälle übernommen. Als Detektiv, wenn Sie so wollen. Van Dusen als gewöhnlicher Privatschnüffler? Niemals. Glauben Sie es oder lassen Sie es bleiben. Ich darf Sie nun bitten zu gehen. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Oh nein, so einfach lassen wir uns nicht abspeisen. Zwingen Sie mich bitte nicht, zu anderen Maßnahmen zu greifen. Die da wären? Miss Alexander, ist das Taxi für unsere beiden Gäste eingetroffen? Ist gerade vorgefahren, Mr. Decker. Danke, ich schicke die beiden jetzt raus. Wenn Sie sie bitte zum Ausgang begleiten würden? Selbstverständlich. Tja, ich fürchte, das ist alles, was ich im Augenblick für Sie beide tun kann. Ein Taxi? Was soll das? Oh, Sie können es bedenkenlos annehmen. Es ist bereits bezahlt und wird Sie nach Hause bringen. In die Apartmentanlage. Sie wollen uns also nicht helfen? Wie ich schon sagte, Miss Hedge, Ihre Angelegenheit geht uns nichts an. Ach nein? Und warum versorgen Sie den Professor nach wie vor mit Geld? Es stammt doch von Ihnen, richtig? Guten Tag, Miss Hedge. Sie! Ich werde Sie persönlich dafür verantwortlich machen, falls Van Dusen etwas zustoßen sollte. Wir... Komm schon, Hedge. Es hat keinen Sinn. Ich schätze, wir vergeuden hier nur unsere... Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen, Mr. Decker. Wir werden zurückkommen. Und zwar mit dem Professor... Hedge! Und dann wird hier mal ausgemistet. Wollen doch mal sehen, ob Sie dann immer noch so selbstgefällig grinsen, Sie mieser Kleiner. Komm jetzt, du machst es immer schlimmer. Er weiß es, Philo. Er weiß ganz genau, was hier abgeht. Auf Wiedersehen, Miss Hedge. Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ihr freundliches Getue können Sie sich sonst wohin schieben. Ich habe Sie durchschaut, Decker. Es tut mir leid, dass Ihr Gespräch nicht nach Ihren Wünschen verlaufen ist. Ich bringe Sie noch... Kommen Sie nicht auf die Idee, mich anzufassen. Wir finden allein raus. Oder? Ist doch so. Haben ja auch allein hergefunden. Sicher, Hedge. Und Sie? Bestellen Sie Mr. Decker? Er kann mich nicht? Doch, er kann mich. Was habe ich gesagt? Da sind die beiden wieder. Es hat wirklich nicht lang gedauert. Was haben Sie denn jetzt vor? Die wollen doch nicht... Was? Scheiße, das scheiß Taxi da! Verdammt, Sie wollen einsteigen, verflucht nochmal! Warte, warte! Sie haben sich's anders überlegt. Sie gehen dran vorbei. Gut. Endlich eine Gelegenheit. Will sie erschießen? Mhm. Zwei lautlose Schüsse mitten in der Stadt. Im Dauerregen. Wenn ich jetzt sage, wirst du für einen Moment das Steuer übernehmen. Klar? Klar. Okay. Es geht los. In das verdammte Taxi steigen sollen. Und damit tun, was dieser Decker von uns erwartet? Niemals. Aber was? Ich meine,
Was hast du denn jetzt vor? Wir werden zu dieser Villa von dieser Witwe fahren. Ja, gut. Aber das Taxi ist jetzt weg. Dann organisieren wir uns ein anderes. War ohnehin schön blöd, uns hier vom Bischof absetzen zu lassen. Du meinst, der hat es absichtlich gemacht, um uns aus dem Weg zu haben? Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ich traue nahezu jedem in diesem Spiel mittlerweile alles zu. Hey, was hat denn der vor? Was? Shit, der meint uns. Runter, Hedge, runter! Verdammt! Oh mein Gott, man hat auf uns geschossen. Das war Mola. Was? Ich habe ihn genau gesehen. Oh shit, der Kerl wendet da. Oh mein Gott. Hast du verstanden, Hedge? Wir müssen auf der Stelle hier weg. Los, lauf! Ja, ja. Verflucht, der macht kurzen Prozess. Rein da, in den Hauseingang. Schnell! Tür ist offen. Rein da, schnell! Wohin jetzt? Da vorne durch. Gibt es hier irgendwo einen Hinterausgang? Maus! Flucht! Rauf! Aber was? Rauf, rauf! Sie folgen uns! Warum das alles auf einmal? Daran ist Van Dusen schuld, jede Wette. Vielleicht hat er angefangen, sich zu erinnern. Auf jeden Fall scheinen sie jetzt jeden beseitigen zu wollen, der mit ihm zu tun hat. Oh, verdammt! Abgeschlossen! Weiter nach oben! Wir müssen irgendwo einen Ausgang finden! Hedge! Mr. Leary! Ich weiß, dass Sie da sind. Wir werden das an dieser Stelle jetzt beenden. Hören Sie? Sie beide werden hier nicht mehr lebend rauskommen. Das war die letzte Tür. Hör auf, geht's nicht. Oh, shit. Verdammter Dachboden! Verdammt! Philo! Wir sitzen in der Falle! Die Tür! Hilf mir, die Tür zu verbarrikadieren! Na komm, mach schon! Ein rostiges Bettgestell? Das kann ich lange aufhalten! Besser als nichts! Hilf mir, es aufzurichten! Wir verkanten es unter der Türklinke! Ja, gut! Das reicht fürs Erste. Weiter, Hedge. Dieser verdammte Boden wird doch irgendwo noch einen Ausgang haben. Da drüben vielleicht. Komm mit. Oh Mann, da ist er schon. Lass ihn. Wir müssen weiter. Was ist das da vorne? Hinter dem Gerümpel? Ich muss nachsehen. Zugestelltes Fenster. Komm, hilf mir, das Zeug hier wegzuschaffen. Die Tür wird ihm nicht mehr lange standhalten können. Da scheint es tatsächlich nach draußen zu gehen. Vielleicht aufs Dach. Na los, worauf warten wir noch? Oh, shit. Er ist auf dem Dachboden. Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Das Ding klemmt. Achtung, weg da. Was habt ihr euch so gedacht, hä? Stehen bleiben. Raus, 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 raus. Der Weg ist frei. Du zuerst. Na los, mach schon. Ich kann kaum was sehen. Philo, gib mir deine Hand. Schnell. Ja. Philo, was? Ein Bein! Komm endlich da raus! Oh. Oh nein, nicht schon wieder! Ich bin angeschossen! Hedge! Wir müssen weiter! Kannst du laufen? Es muss gehen! Was? Oh Gott! Oh Gott, da ist er! Es hat keinen Sinn, Hedge. Ich kann mit dem Bein nicht weiter. Du musst abhauen, hörst du? Kommt nicht in Frage. Mensch, verdammt, spiel jetzt nicht die Heldin. Du musst verschwinden. Wenn hier einer den Held spielt, bist das wohl du. Ich werde dich auf keinen Fall hier zurücklassen. Wir schaffen es nicht. Da hat er absolut recht. Stehen bleiben, oh. Alle beide. Shit. Was wollen Sie von uns, Mulla? Warum können Sie uns nicht einfach laufen lassen? Wir wissen nichts. Ja, sicher. Euretwegen sind Aldrin und Sadler aufgeflogen. Und ihr wart in der Villa der Witwe. Und das alles nur, weil ihr nichts wisst. Schon klar. Wir können uns arrangieren. Das macht man doch in ihren Kreisen so, oder nicht? Ja, ganz richtig. Aber man arrangiert sich zumeist nur, wenn beide Seiten etwas in der Hand halten, was einen gewissen Wert für den anderen hat. Und? Was können Sie mir bieten, Hedge? Hm? Die Informationen, die wir über Ihre Organisation zusammengetragen haben, liegen bei einem New Yorker Anwalt in einem versiegelten Umschlag. Wenn einem von uns was passiert, geht der Inhalt zeitgleich an die Polizei und an die Medien. Sie verdammte!
Jetzt wäre ich Ihnen beide auf den Leim gegangen. Sehr gut, Miss Hedge. An Ihnen ist eine gute Agentin verloren gegangen. Schade eigentlich. Hören Sie, lassen Sie Hedge gehen. Ich bin derjenige, der die Informationen gespeichert hat. Ich sage Ihnen, wo Sie sie finden, wenn Sie... Vergessen Sie es. Sie sollten endlich einsehen, dass Ihr Weg hier zu Ende ist. Sie haben sich leider mit den Falschen eingelassen. Und ich werde es hier und jetzt zu Ende bringen. Denken Sie nicht, dass es mir leid tut. Genauso wenig wie mir, Müller. Was? Oh mein Gott! Was um alles in der Welt? Der bleiche Mann! Sie? Wie kommen Sie hierher? Haben Sie wirklich geglaubt, Mr. Decker hätte nicht gewusst, welches Spiel hier läuft? Aber ich verstehe nicht. Decker hielt es für angebracht, dass ich mich an Ihre Fersen hefte. Und siehe da, es hat sich ausgezahlt. Ja, das scheint mir auch so. Was ist mit der jungen Frau? Die Kleine aus dem Wagen? Hab sie ruhig gestellt. Dürfte noch ein paar Minuten dauern, bevor sie zu sich kommt und begreift, was passiert ist. Was ist mit Ihrem Freund? Ah, ich bin okay. Wir müssen Van Dusen finden. Könnte sein, dass uns tatsächlich nicht viel Zeit bleibt. Man hat ihn zur Villa gebracht, richtig? Möglich. Es ist einen Versuch wert. Dann los, ich werde Philo während der Fahrt verbinden. Na los, hacken Sie ihn unter. Wenn Sie Angst vor ein bisschen Blut haben, sind Sie bei uns definitiv falsch. Wohin haben Sie Bishop von Ihrem Schergen bringen lassen? Dorthin, wo er keinen Schaden anrichten kann. Und zu welchem Zweck? Können Sie sich das nicht denken? In weniger als einer Stunde werde ich dieses Haus zusammen mit Sam verlassen haben. Ihr Mann, ich annehme, Ihr dritter, vierter Ehemann. Daher nennt man Sie hinter vorgehaltener Hand die falsche Witwe. Oh, ich habe diesen Namen immer schon für höchst albern empfunden. Aber er trifft zu, wenn man ihn auf die gefährliche Giftspinne bezieht. Ja, Sie werden also in Kürze abreisen. Lassen Sie mich raten. Man wird in diesem Haus wenigstens zwei Leichen finden. Die von Inspektor Bishop und meine. Wie wollen Sie es für die Polizei darstellen? Oh, antworten Sie noch nicht. Ich weiß es. Ein vom Dienst suspendierter Cop und ein von einer wahnsinnigen Idee besessener Professor haben sich widerrechtlich Zutritt zu diesem Haus verschafft, richtig? Sie werden alles so aussehen lassen, als habe hier ein Einbruch stattgefunden. Natürlich, nachdem Sie längst das Weite gesucht haben. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer blühenden Fantasie, Professor Van Dusen. Ihr Plan wird aber einen kleinen Schönheitsfehler haben. Man wird an meinen Handgelenken die typischen Male finden, die auf Fesseln hindeuten. Oh, die können Sie sich in jedem drittklassigen Rotlicht-Etablissement geholt haben. Das beweist gar nichts. Sie scheinen mir recht sorglos und von Ihrem Plan überzeugt zu sein. Ich bin eine Frau, die Maßstäbe für andere setzt, Professor. Meine Verbindungen reichen weit, bis tief hinein ins Herz des Polizeiapparates. Das wäre nicht das erste Mal, dass einige Fakten beschönigt, einige Spuren verschleiert und einige übereifrige Polizisten ruhig gestellt werden. Mit anderen Worten, Sie haben mich genau da, wo Sie mich haben wollten. Ja. Und nachdem diverse Versuche missglückt sind, werde ich die Sache nun selbst in die Hand nehmen. Ach, ich verabscheue Blut und Gewalt. Verzeihung, aber diese Bemerkung hat gute Chancen, als Untertreibung des Jahres gewählt zu werden. Ich hatte ausreichend Gelegenheit, mich mit dieser Schusswaffe vertraut zu machen. Ah ja, vermutlich haben Sie sie schon erfolgreich an dem Fotografen Sadler getestet, der Ihnen im Weg war. Ein schmutziger kleiner Erpresser, er hatte es verdient. Haben Sie noch einen Wunsch, bevor Sie sterben, Van Dusen? Ich würde gern Klavier spielen können. Tut mir leid, dafür wird unsere Zeit vermutlich nicht reichen. Es ist gefühlt so wenig Zeit vergangen, seitdem ich in einem kargen Zimmer in einer Klinik irgendwo in dieser Stadt aufgewacht bin. Viel ist seitdem passiert. Eine Menge krasser Scheiß, wie Philo jetzt vielleicht sagen würde, wenn er hier wäre. Aber er ist nicht hier. Ich bin allein. Mit meinen Gedanken und einer verbitterten und vor Rache Gedanken halb wahnsinnigen Frau, die zu allem Überdruss eine Pistole auf mich gerichtet hält. Nicht etwa so ein Damenspielzeug, nein.
Es ist eine großkalibrige Waffe, die in ihren schlanken Händen wie ein Ding aus einer anderen Welt wirkt. Es ist alles gesagt. Larissa Polyakova starrt mich aus hasserfüllten Augen an. Ihre Lippen sind so fest aufeinander gepresst, dass sie eine weiße Linie bilden. Ich habe keine Chance, ihr zu entgehen. Meine Gedanken rasen. Bilder aus meinen jüngsten Erinnerungen steigen in mir auf. Sie wechseln sich immer rascher ab. Ich sehe Orte, Personen. Mr. Selznick, mein alter, katzenhassender Nachbar. Und ja, Rumsfeld, der durchs Treppenhaus streunt und immer da ist, wo man ihn nicht vermutet. Ich sehe Dr. Laubenheimer in seinem eigenen Blut liegen. Inspektor Bishops Pausbacken, die mich immer an eine Bulldogge erinnern. Dann ist da natürlich Philo. Und nicht zuletzt Hatch. Als ich an sie denke, alles innerhalb von Sekundenbruchteilen, fühle ich in meiner Brust einen schmerzhaften Stich. Ich hätte gerne gewusst, ob aus ihr und meinem neuen Nachbarn Westlake noch etwas wird. Tja, das soll wohl nicht sein. Irgendwer scheint etwas dagegen zu haben. Die gute alte Hatch. Seltsam, wie vertraut sie mir schon geworden ist. Ich sehe ihr Gesicht vor mir. Und plötzlich begreife ich, dass ich sie wirklich sehe. Sie ist hier. Hier in dieser gottlosen Villa. Wie kann das sein? Nichts anmerken lassen, Augustus von Dosen. Du darfst jetzt nicht einmal zwinkern. Hat die alte Schachtel etwas bemerkt? Ich glaube nicht. Was macht Hatch? Sie tritt lautlos im Hintergrund zur Seite, gibt den Platz frei für jemand anderen. Eine Gestalt schält sich langsam und geräuschlos in den Vordergrund. Was soll das? Ist das etwa Hatchs Plan? Und den soll ich jetzt durchschauen, oder wie? Streng dich an. Es ist ein Ablenkungsmanöver, klar. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Was ist? Warum sehen Sie mich so seltsam an? Wollen Sie jetzt etwa um Ihr armseliges Leben flehen? Nein, da bin ich bei Ihnen wohl auf dem falschen Dampfer. Auf dem Trockenen. Ich habe mich nur gefragt. Was? Sie versuchen doch nicht etwa Zeit zu schinden? Das wird Ihnen nichts nützen. Nein, ich habe mich nur gefragt, ob Sie mir die Wahrheit gesagt haben. In Bezug auf Ihren Sohn. Oh, er ist tot, das habe ich verstanden. Aber haben Sie danach wirklich aufgehört, Liebe zu empfinden? Was soll das? Eine durchaus ernst gemeinte Frage. Sie waren 4-mal verheiratet und, soweit ich weiß, haben Sie sich um die Tochter Ihres zweiten Ehemanns gekümmert. Um April. Was ist mit ihr? Sie haben sie nach dem Tod ihres Mannes bei sich aufgenommen. Unter, ihre Fittiche genommen. Warum haben sie das getan? Aus Fürsorge? Haben sie es ihrem verstorbenen Gatten versprochen? Was war es? Ich weiß zwar nicht, was sie das angeht, aber ja, ich will, dass sie mein Geschäft erlernt. Das ist alles. Aber da hätten sich doch sicher andere angeboten. Vielleicht bessere. So wie Muller etwa. Warum ausgerechnet das Mädchen? Ha! Warum? Es muss einen Grund geben. Niemand handelt ohne Grund. Ich will, dass sie daran zerbricht. Woran genau? Sie hat von Kindheit an um meine Liebe gebettelt. Aber ich war nicht fähig, sie ihr zu geben. Im Gegenteil, sie hat mich angewidert. Schon als kleine Göre. Solange ihr Vater noch lebte, habe ich gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Doch später... sie will es mir immer noch beweisen, dass sie stark genug ist. Aber ich weiß, dass sie es nicht schafft. Sie wird zerbrechen, wird an ihrer eigenen maßlosen Selbstüberschätzung zugrunde gehen. Und dann werde ich sie ansehen und ihr sagen, du dummes, dummes Ding. Du bist nichts als eine Schmeißfliege, ein lästiges Anhängsel deines nichtsnutzigen Vaters. Ich habe es von Anfang an gewusst. Von Anfang an. Sie wollten das Mädchen umbringen? Auf ihre ganz eigene Art. Das ist so ziemlich das Hinterletzte, was ich bisher erlebt habe. Sie haben mich gefragt. Ich habe ihnen eine Antwort gegeben. Du hast mir diese Antwort immer vorenthalten, Mutter. Du? Wie bist du hier hereingekommen? Ich kenne schon seit langem die Codes für das System. Und ich besitze einen Generalschlüssel. Adrian hat ihn mir gegeben, kurz vor seinem Tod. Du kleines, hinterhältiges Biest. Was willst du? Mich umbringen? Ha!
Das bringst du nicht fertig. Außerdem werde ich schneller sein. Es sei denn, es findet sich jemand, der noch schneller ist. Und skrupellos genug. Fridtjof Arstad, der bleiche Lakai. Mit Ihnen habe ich hier am allerwenigsten gerechnet. Wurde Zeit, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Ich hätte gern darauf verzichtet. Was haben Sie mit Sam gemacht? Er schläft im Keller seinen Rausch aus. Und jetzt lassen Sie die Waffe fallen. Nein. Gehen Sie zur Seite, Miss LaRoche. Sie haben gehört, was Sie hören wollten. Aber tun Sie, was ich sage. Und tun Sie es jetzt. Die Pistole. Lassen Sie sie fallen. Ich sage es nicht noch einmal. In meiner Heimat gibt es ein Sprichwort, bleicher Lakai. Es heißt, ein Pferd hat 4 Beine. Und es stolpert doch. Ach! Eine Waffe! Elender Narr, ich werde sie! Ah! Was immer Sie sagen wollten, nehmen Sie sich das besser für den Prozess auf. Darf ich Ihnen das abnehmen? Nein! Geben Sie das wieder her, Sie dreckiges Flittchen! Ich denke gar nicht daran. Und dreckig ist sie auch nicht. Einen Prozess wollen Sie anstreben, ja? Gegen mich? Schlagen Sie sich das besser aus dem Kopf. Sie werden gnadenlos scheitern. Da wäre ich mir nicht so sicher, Verehrteste. Allein meine Aussage wird eine ganze Akte füllen. Und ich bin sicher, dass Miss LaRoche auch noch ein Wörtchen mitreden möchte. Ganz zu schweigen von Inspektor Bishop. Diese Lücken in Ihrem System bekommen Sie nicht mehr gestopft. Sie sind am Ende, Larissa Polyakova. Glauben Sie, ja? Niemand wird mich je vor Gericht stellen. Ich werde das zu verhindern wissen. Was war das? Was ist mit ihr? Oh, eine Cyan-Kali-Kapsel. Ich hätte darauf wetten sollen, dass sie diesen klassischen Joker zieht. Sie muss sofort in ein Krankenhaus. Wir... Edge, wir kommen mit ihr keine 10 Meter weit. Adrian, du musst nicht mehr länger warten. Deine Mamutschka kommt. Haben Sie es? Jetzt. Sie sind frei, Professor. Ah, endlich. Frei, wie das klingt. Frei. Wahrscheinlich sogar in mancher Hinsicht. Bishop, was ist mit Ihnen passiert? Keine Ahnung. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte ich bei einem Metal-Festival eine Bassbox gehorcht. Oh. Ja, Sam Spools hat es nicht gerade gut mit Ihnen gemeint. Ja. Gleichgesichtiger Freund hat ihn ja zum Glück unschädlich gemacht. Er liefert ihn gerade bei der Polizei ab, zusammen mit dem Mädel. April, sie tut mir leid. Es war Fridtjofs Idee, sie auf der Fahrt hierher ins Gewissen zu nehmen. Oh, ein guter Plan. Hätte von mir sein können. Sie hat ihre Stiefmutter im Grunde ihres Herzens gehasst. Was wird jetzt aus ihr? Ganz drauf an, was ihr nachgewiesen werden kann. Und ob sie sich als Kronzeugin zur Verfügung stellt, wenn wir jetzt nach und nach die Machenschaften der Witwe aufdecken. Wo haben Sie eigentlich Philo gelassen? In der Klinik abgegeben. Muller hat auf ihn geschossen. Steckschuss. Vermutlich holt man gerade die Kugel aus ihm raus. Guter Junge. Ich bin fix und fertig. Ich weiß auch nicht. Aber seit ich Sie kenne, Van Dusen, bin ich um mindestens 10 Jahre gealtert. Zeit, Ihnen zu danken, mein Freund. Oh nein, bitte nicht auch das noch. Nein, nein, keine Intimitäten. Ich danke Ihnen nur für das, was Sie für mich getan haben. Kann mich kaum noch daran erinnern. Oh, willkommen in meiner Welt. Wie ist das eigentlich? Erinnern Sie sich daran, dass Sie für die Needle Incorporated gearbeitet haben? Schwer zu sagen. Aber wie sind Sie darauf gekommen? Wir haben Ihre Notizen gefunden und... Mein Gehstock. Bitte? Naja, nach dem Rollstuhl kamen die Krücken und nach den Krücken der Stock. Als ich ihn aussuchte, habe ich es mir nicht gerade leicht gemacht. Ich erinnere mich, Sie haben dabei 3 Verkäufer in den Wahnsinn getrieben. Und zu guter Letzt habe ich den genommen, den ich ganz am Anfang in der Hand hatte. Und ich habe mich gefragt, warum. Ich kam irgendwann darauf, dass es am Kopf des Jaguars gelegen hat. Das Firmenlogo dieser Firma eben. Es war das erste Mal, dass ich auf den Konzern aufmerksam wurde. Ein
Zufall, wenn Sie so wollen. Oder auch nicht. Jedenfalls habe ich danach weiter recherchiert. Und die Ergebnisse kamen mir seltsam vertraut vor. Und wie geht es jetzt weiter? Nun, wir haben einige Aufgaben gelöst, nicht wahr? Und ich finde, wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Ja, also... Keine Widerrede, bitte. Sie wollen also weitermachen? Warum nicht? Müssen wir das nicht alle irgendwie? Kommen wir doch gar nicht drum herum. Es gibt noch so vieles zu entdecken. Was also kann es Schöneres geben, als einfach weiterzumachen?